Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Ja, ich habe heute mal was Rotes an. Das liegt daran, dass ich noch im Schlafanzug bin. ich hatte eigentlich schon einen Vlog aufgenommen für heute. Ich bin noch ziemlich im Arsch. Jetzt ist es 7.80 Uhr früh. Ne, 7.30 Uhr, 7.80 Uhr. Ja. 7.30 Uhr früh, 7.33 Uhr. Ich habe jetzt gerade was nachkommentiert für meinen anderen Kanal. Und habe mir gedacht, ich werde jetzt einmal kurz einen Vlog aufnehmen. Da wir ja einmal die Woche den Vlog haben für Drachen-Vlog, der Mädler spricht. Das Ganze hat sich ja jetzt so entwickelt, dass ich jetzt zwei Drachen-Vlogs habe. Drachen-Vlog 1 und Drachen-Vlog 2. Drachen-Vlog 1 ist ganz normal, der Mädler spricht. Das heißt, ihr seht mich, ich quatsche euch irgendwas zu. Was als nächstes kommt, was noch so geplant ist und so weiter und so fort. Da das Ganze mit den Genen ist ja momentan alles nicht der Fall ist, wird das Ganze jetzt alles so machen, werde ich das Ganze jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich demnächst eine kleine Story aufbauen werde. Ich werde in der Hauptrolle natürlich ich sein, weil ich habe niemanden, der sonst Lust hat, irgendwie mir zu helfen oder so, weil aus meinem Freundeskreis, das sehen alle irgendwie anders. Die haben da irgendwie keinen Bock auf sowas und deswegen muss ich das halt immer alleine machen. Soll aber nicht weiter dran schlimm sein. Die erste Folge habt ihr mehr oder weniger schon gesehen. Das ist ursprünglich aus Langeweile entstanden, das Video. Und das hat jetzt aber einen höheren Anteil an, gefällt mir und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, ich baue da eine richtige Story draus. Wie das Ganze heißen wird, weiß ich noch nicht. Da könnt ihr mir gerne Vorschläge geben. Das Ganze wird aber wahrscheinlich so laufen, dass es insgesamt 4 Personen in meinem Haushalt gibt, die alle aussehen wie ich. So eine Art Clone Wars quasi. Nur, dass das dann quasi nicht Klone von mir sind, sondern quasi YouTuber. Also das sind quasi YouTube-Profile. Das eine ist dann der Joker, der wird nur ganz selten einmal dabei sein und da ich irgendwann ja den Kanal eventuell löschen will, werde ich ihn vielleicht irgendwann mal in die Luft jagen. Ansonsten werde ich, da ich ja jetzt auch die Effekte beherrsche mit in die Luft jagen und so weiter, ne? Ja, da ich jetzt diese Effekte auch in der Luft, in den Luftjagen und so weiter einsetzen kann, habe ich mir gedacht, wir machen es jetzt so, dass ich, ja, ich kratze mich in dem Ohr, dass ich das Ganze so machen werde. Ich werde 3 verschiedene Persönlichkeiten erstellen, entwickeln, wie auch immer. Das eine wird der Drachenlord sein, das eine wird der Drachenbade sein, das andere wird der Drachen... der Joker sein und das andere bin dann ich. Und einer ist noch der Drachen Games. Also quasi der Drachen Games, Drachen Joker, Drachen Games, Drachen Lords, Drachen Bade und Joker und ich. Sind wir insgesamt 5 sogar. Stimmt, ich habe ja 4 Profile. Das sind dann quasi insgesamt 5 Personen, die alle eine andere Persönlichkeit haben und dann wird es halt öfter mal zu Streitigkeiten und so weiter kommen. Ja. Und der Drachen Lord, also quasi ich, werde dann das Ganze so machen, dass ich zum einen unten in der Küche mal wegen was mache oder hier mal oben in dem Zimmer was mache oder eben drüben und dann halt immer irgendwie in der Konkurrenz mit den anderen kommen. Das heißt, wie jetzt beim ersten Video wollte ja der Drachenbade aufnehmen, während der Drachenlord aufnehmen wollte, während wiederum ich, also der Rainer, eigentlich was vorbereiten wollte für den nächsten, fürs nächste Video, was ausprobieren will, genau genommen. Also das ist wirklich was ich machen will mit der Plane da. Das hat den Greenscreen-Hintergrundeffekt eigentlich, soll das werden, aber ich weiß nicht, ob das hinhaut. Weil das Ganze dann wahrscheinlich glänzt und es soll nicht glänzen, sonst habe ich da das Problem, dass es nicht hinhaut. Oder ich brauche gleichmäßige Beleuchtung. Jedenfalls weiß ich noch nicht, ob das hinhaut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze wird wahrscheinlich erst so laufen, dass ich hergehen werde und das Ganze dann eine richtige Story draus bauen werde und dann halt immer... Vorübergehend habe ich vor, das erste Mal jeden Mittwoch zu machen. Wenn ich einmal ab und zu mal an einem Mittwoch keine Folge schaffe, dann wird die wahrscheinlich ein paar Tage später kommen. Und ich werde die erste Mal so ungefähr 4-5 Tage laufen lassen. Allerdings, bevor ich das wirklich mache aktiv, werde ich euch erzählen. Will ich euch darum bitten, da wird auch noch ein externes Video kommen heute oder morgen. Werde ich euch ein Video erzählen. Ein Video schicken, wo ihr euch dann noch entscheiden könnt, ob ich das machen soll oder nicht. Weil ich hätte schon Bock drauf, aber ich sehe nicht ein, dass ich mir dann den Arsch aufreiße, wenn es dann genauso läuft wie mit den Genre-Videos.
Darüber hinaus kommt natürlich immer am Montag jetzt das Video für die. Am Montag kommt immer der Drachenvlog. Am Mittwoch kommt dann, wie gesagt, diese Story, wo ich noch nicht weiß, wie ich das genau nennen werde. Wahrscheinlich wird wieder irgendwas mit Drache oder Metal dabei sein. Vielleicht die Famous-Geschichte auf Metal des Drachen oder so. Irgendwie sowas wird es sein. Ich weiß es noch nicht genau. Könnt ihr ja auch den Namen, könnt ihr auch mitbestimmen, wenn ihr Lust habt. Darüber hinaus wird dann immer der Drachenvlog weiterhin kommen, natürlich. Der Drachenvlog 1, der Mettler spricht. Und das Ganze wird dann so laufen, dass ich mittwochs immer ein bisschen so Infos gebe, was so wieder kommen wird, was weitergeht, was noch geplant ist. Wenn es dann jetzt im Winter, natürlich ist es ein bisschen weniger. Jetzt, wenn es dann auf Sommer zugeht, dann werde ich euch auch mal erzählen, wann ich wohin gehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Summer Breeze oder so gehe oder auf Wacken oder was weiß ich. Dann werde ich natürlich dann auch wieder gleich euch dann Informationen geben und sagen, pass auf, ich gehe auf Wacken oder ich gehe auf Summer Breeze oder Video Day oder sonst was. Was das Hauptproblem sein wird bei mir, Video Day und Wacken und Summer Breeze fällt immer fast alles in einen Monat. Oder was heißt fast, das fällt in einen Monat. Was das Problem für mich ist, dass Wacken und Summer Breeze direkt ziemlich genau miteinander stattfindet. Ich glaube Summer Breeze und danach Wacken. Wacken, Summer Breeze und dann müsste ziemlich der Video Day anfangen. Und gleichzeitig kommt aber auch noch in dem Monat alles irgendwie. Irgendwie kommt dann in dem Monat auch noch die Gamescom. Das heißt, es ist alles in einen Monat gesteckt. Das verstehe ich zwar nicht, warum die das so dumm lösen, weil normalerweise kommunizieren die ja alle miteinander. Vermute ich zumindest einmal, aber ich verstehe nicht, warum die das dann so blöd lösen, warum das alles im August sein muss. Warum machen es dann in einem Teil davon im Januar, im Juni, dann im Juni, Juli und August, September rum? Das ist eine schöne Zeitspanne, da kann man das so machen und dann kann man, wenn jetzt der eine auf das Festival will und auf das Festival und auf das Festival, dann kann er alle drei machen und nur eins. Das verstehe ich nicht, warum die das so blöd lösen, aber okay. Ansonsten wird wahrscheinlich immer so Samstag, Sonntag, Dienstag oder Donnerstag, also die Tage, wo normalerweise nichts geplant ist, wird vielleicht ab und zu mal so ein kleines Sketch-Video kommen. So ein kleines Testeffekt-Video, wie jetzt das letzte Mal. Und lauter solche kleinen Sachen, weil ich habe da noch einige Sachen geplant und mit den Effekten habe ich auch noch einiges vorzumachen. Und da kann man dann mal schauen, wie das Ganze läuft, ja. So, jetzt darüber hinaus einfach noch kurz in die Comments schmeißen, wenn ihr sagt, ja, ihr hättet da voll Bock drauf, dass ich da mir irgendwelche Stories überlege und da irgendwelche Stories spiele. So, das wird dann wahrscheinlich ähnlich laufen wie bei Clone Wars, nur halt, dass es eben keine Klone sind, sondern dass die halt dann wirklich eigene YouTube-Kanäle quasi darstellen. Das wird dann auch öfter mal so aus Gaudi abgehen, dass man, wie das genau alles läuft, werde ich euch noch nicht verraten. Ich sage jetzt aber nur so viel. Wenn ich das mache, was da passiert, so wie ich mich da gebe oder so wie das Ganze gemacht ist, das ist alles nur geschauspielert. Ja, also könnt ihr von den Videos nicht auf mich schließen. Ja, weil es ist dann quasi eine komplett andere Persönlichkeit, die normalerweise gar nicht meine eigene darstellt. So genauso wie mit dem, ich jag dich in die Luft, ne, wenn du dann verschwindest so ungefähr. So bin ich eigentlich gar nicht. Das ist bloß geschauspielert gewesen. Also mehr oder weniger geschauspielert kann man das auch nicht sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich will euch gar kein Ohr abkauen. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so extrem lange zuschlabere, schon wieder 8 Minuten, ey. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Metal, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach so, eine Sache noch am Ende. Ich suche noch jemanden, wenn jemand Lust hat und sich mit Videoprogrammen und so weiter auskennt, ich suche noch jemanden, der mir ein oder zwei geile Intros schneiden könnte. Den Sound dazu und alles habe ich, aber ich bräuchte. Und den Sound kann ich dann auch selbst dran schneiden, aber ich bräuchte ein paar geile Intros. Wenn jemand eine Idee hat, einfach mal in die Comments und melden und dann können wir da mal drüber quatschen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Metal, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Drachenlords, Ende.